Jo, hallo liebe Freunde, zurück bei Let's Play Assassin's Creed 2 mit mir, dem Partizan von Time 4 Games. Wir machen die nächste Hauptquest direkt. Anscheinend müssen wir da recht schnell sein. Oh, da sind wir schon mal längst immer raufgekommen. Was tut ihr denn da hinten? Ihr sollt doch mithalten. Junge, wie weit kann der denn schon gelaufen sein? Wo da rechts rüber ist er. Ah. Schlecht abgesprungen, Ezio. Da ist man Besseres gewöhnt von dir. Nein, 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 nein. Bin schon da. Da sind wir. Hier in dieser Kirche trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Da, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Volpe. Viel Glück. Ah, ich mag ihn. Ich mag den Volpe. Warum haben sie mich jetzt auf einmal gefunden? Wir stehen leben auf dem Spiel. Oh, ich sehe wegen dem Baum nichts. So, immer schön. Ja. So. So geht's auch. Aber die plündern wir jetzt erstmal schön. Wurfmesser. Ach was. Der will das, dass ich das mache. So geht das. Ah, das wurde auch von den Assassinen angelegt. Also richtig unauffällig war das auch nicht, wenn da nur einer zusieht. Sperrgebiet. So, akrobatisch wird es. Sind einige Leichen. Und sie sind nicht sehr gesellig. Ach, jetzt runter. Nee, da ist niemand zum
wegschubsen. Was ist denn hier? Ah, hier muss ich nicht hin. Aua. Ich muss schon irgendwo... Ach so. Wahrscheinlich durch diese Tür irgendwie dann. War ich doch richtig? Gehen wir nochmal den Weg da lang. Vielleicht war der doch korrekt. Ach, da ist er. Na, schaut. Ah, von hier bin ich gekommen. Da waren wir schon. Tja, hier waren wir schon. Ah, haha. Da ist noch was. Da ist noch ein Hebel. Bisschen schauen muss ich halt. Hallo Fledermäuse. Warten schon Gegner. Wie lange müssen wir hier stehen, Zaferio? Es ist kalt. Was willst du, Ilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen, und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Ich weiß nicht, ob das Elena noch mitbekommt. Die ganzen Gegner sind wo eigentlich? Ich muss hier irgendwie rauf. Vielleicht hier einfach durch. Nee, das scheint es nicht zu sein. Ah, okay. Ein Heuhaufen. Hat da gestanden, wie ich da hochkomme? Ah, okay, jetzt sehe ich es auch. Hallöchen! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Keiner darf erfahren, dass ich hier bin. Wieder Wurfmesser bekommen. Komme ich hier irgendwo hoch oder warum? Nö. Ich glaube, ich muss ganz normal hier weiter. Perfekt.
Aber hier sind interessante Sachen. Zum Beispiel eine Kiste. Ach, so geheim war es hier jetzt auch nicht. Ah, durch den Sarg komme ich jetzt noch ein Stück weiter hoch. Praktisch, praktisch. Hantel dich hoch. Komm, Ezio. Du Supersportler. Ja, wenn du so beweglich bist wie der, das wäre schon Wahnsinn. So. In die Richtung. Merda, die Tür. Pass auf, während ich nachschaue. Von wegen leichte Aufgabe. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe. Die sind eh da unten. Zurück! Er. Ich glaube, ich bin entkommen. War das absichtlich? Ich hoffe, ich habe kein Bullshit gebaut. Lasst mich doch! Nein! Sag, dass du keine Wachen rufst, dann lasse ich dich. Ist hier weiter. Oh, hier geht's hoch. Junge, wo geht das Spiel? Wo geht es hier weiter? Wieder komplett am Anfang. Okay, interessant. Hier hoch wieder. Muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Geht's hier irgendwo? Ja, ich glaube, ich bin entkommen. Nee, da bin ich nur einen Stock wieder unten dabei. Jetzt blicke ich gerade einfach überhaupt nicht durch. Bevor er mich tötet. Nein. Ich sterbe halt auch gleich am Sturzschaden. Ich habe keine Medizin mehr. Muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Hier ging's weiter. Oh!
willst mich doch verarschen. Lasst mich doch! Wir werden angegriffen! Wachen! Boah, gerade noch geschafft, hä? Und ich habe keine Medizin. Was sind denn das für Inschriften? Et benedictio Dei omnipotentis, patris et filii et spiritus sancti, descendat super vos et maniat semper. Grazie, padre. Bernardo? Alles da. Schwert, Knüttel, Äxte, Rüstung, Bögen. Unseren Leuten wird nichts fehlen. Das Geschenk ist wohl die Zustimmung des Papstes. Er gab der Aktion seinen Segen. Solange niemand getötet wird. Für den Duomo morgen früh ist alles bereit, Signore. Der Köder ist gelegt, auch wenn es nicht leicht war. Sein dummer Bruder ändert ständig die Pläne. Si. Wir müssen aufpassen, damit Giuliano morgen auch aufsteht, um in die Kirche zu gehen. Was ist denn, Jacopo? Glaubt ihr, dass sie etwas ahnen? Unmöglich. Die Medici sind zu arrogant oder zu dumm, um etwas zu merken. Wahrscheinlich beides. Unterschätze unsere Feinde nicht, Francesco. Oder hast du schon vergessen, wie dein Sohn umgebracht wurde? Dieses Mal gibt es keine Überraschungen, Maestro. Ihr habt mein Wort. Sehr gut. Ich sollte dann los. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Rom zurückkehre. Meine Herren, morgen scheint eine neue Sonne über Florenz. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Den Sarkophag öffnen. Sieh dir die Statue an. Sie ist identisch mit der in der Villa Auditore. Du hast wohl eines der Assassinengräber gefunden, von denen Ezios Onkel sprach. Also erst einmal das alles plündern. Was für ein schöner Zufall. Da wir nur den Eingang kennen, markiere ich die Orte mit Gräbern in der Datenbank. So, dann hätten wir es auch geschafft. Und eine Aktion beendet. Totengräber. Na komm. Ich weiß, wo und wann ich Francesco finde, aber... Was ist denn? Ich habe etwas gehört. Sie haben Waffen, genug für ein ganzes Bataillon. Sogar der Papst unterstützt sie. Das ist typisch für Sixtus, aber... Was zur Hölle planen sie? Ich konnte nichts Genaues verstehen, aber es geht um die Medici. Und es beginnt morgen früh am Duomo.
Die Medici gehen dort alle zur Sonntagsmesse. Gemeinsam mit fast ganz Florenz. Sie werden es genau während des Hochamtes tun. Doch das gibt mir die Gelegenheit, in der Masse unterzutauchen, nah ranzukommen und alles aufzuhalten. Wenn Sie Erfolg haben, wenn wir Lorenzo verlieren und Florenz an die Pazzi fällt... So weit wird es nicht kommen. Ich verspreche es. Ich hoffe, ihr behaltet recht. Das hoffe ich natürlich auch irgendwie. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Ich sage wie immer danke fürs Zusehen. Euer Pazian von Time4Games. Ciao, Leute.